Hey Mann, ihr habt euch getrennt und du überlegst dir jetzt nur, oh, kriege ich sie noch zurück? Und was sagt die Statistik dazu? Wie hoch sind meine Chancen und von was hängt es überhaupt ab, ob ich sie zurückbekomme oder nicht? Darum geht es in diesem Video. Hey, hier ist der Sven von Männlichkeitsstärken und ich muss ganz ehrlich sagen, die Studienlage ist echt schlecht. Es gibt oberflächliche Studien, die aber das Thema nicht in der Tiefe wirklich behandeln. Und es gibt ein paar wenige Umfragen, die wir zum Beispiel machen konnten, wo wir aber ganz ehrlich sagen müssen, da reicht die Fallzahl nicht aus, um wirklich sagen zu können, so und so ist es. So wahrscheinlich ist es das und so wahrscheinlich ist es das. Das also als Vorweg. Aber man kann generell schon ein paar Aussagen treffen. Und das ist die, so in circa, es tut mir leid, aber so in circa 50% der Fälle hast du einfach keine Chance mehr. Da kannst du alles machen, was du willst und ihr werdet nicht mehr zusammenkommen. In 25% der Fälle, also ungefähr ein Viertel, vorher war eine Hälfte, jetzt ein Viertel, kann man sagen, ihr kommt eh wieder zusammen. Du kannst machen, was du willst, ihr kommt auf jeden Fall wieder zusammen, weil die Trennung, das war nur oberflächlich, das war aus dem Affekt heraus. Und 25% liegen so dazwischen, in dem Vielleicht-Sektor, wo es davon abhängt, von den Situationen, die du hast, aber auch von dem, was du machst, ob du sie zurückbekommen kannst. Lass uns als erstes die 50% anschauen, wo du keine Chance hast. Hier hat sich die Trennung ganz langsam in der Regel aufgebaut, teilweise über Jahre. Man trennt sich hier auch nicht aus einem Affekt heraus, weil du einmal kurz fremdgegangen bist oder sie ist einmal fremdgegangen und deswegen steht sofort die Trennung im Raum. Nee, diesem Seitensprung ist in der Regel Jahre um Jahre vorausgegangen, dass eure Beziehung nicht mehr so tief war, dass ihr euch irgendwie voneinander wegentwickelt habt, dass ihr immer weniger und weniger Sex hattet und eigentlich da keine wirkliche Nähe mehr da war. Dass ihr es vielleicht tatsächlich auch noch probiert habt, wegen den Kindern oder wegen dem gemeinsamen Haus, was ihr gekauft habt, aber all das Probieren hat einfach nichts geholfen. Und nach langer Überlegung kommt sie zum Entschluss zu sagen, das macht keinen Sinn und macht Schluss. Das sind die 50% der Fälle, wo du, da bin ich ganz ehrlich, keine Chance mehr hast. Kommen wir zu den 25%, wo du eine sehr hohe Chance hast. Hier ist in der Regel die Trennung aus dem Affekt heraus passiert. Es ist irgendwas passiert, wo sie einfach nur dachte, oh, hau ab, ich will dich nicht mehr. Und was dann passiert ist, sie hat nicht genug drüber nachgedacht, sie ist auf einmal einsam, sie denkt sich auf einmal so, oh mein Gott, und oh, vielleicht war es doch die schlechte Entscheidung. Und sie will dich zurück, da kannst du machen, was du willst, ja, da brauchst du keine Kontaktsperre einhalten, da brauchst du keine, oh, ich mache sie jetzt eifersüchtig über irgendeine Instagram-Strategie, die kommt eh zurück. Aber trotzdem empfehle ich dir, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Weil, und hier kommt unser Kurs mal mit ins Spiel, Ex zurück oder sie für immer vergessen. Weil wenn du diese Zeit der Trennung nicht nutzt und vielleicht tatsächlich eine Kontaktsperre einleitest, aber dazu erzähle ich nochmal in einem anderen Video was ein bisschen genauer, dann kommt ihr zwar wieder zusammen, aber vielleicht landet ihr in einer Art von On-Off-Beziehung, wo dann das nächste Drama passiert oder der nächste Blödsinn und sie ist wieder weg. Und dann kommt ihr wieder zusammen. Und es gibt nur Drama, dein Herz wird zerrissen und so Stück für Stück, naja, zerstückelt halt. Deswegen, selbst wenn du davon ausgehen kannst, okay, das kam aus dem Affekt, sie will mich eh wieder zurück, lohnt es sich, sich mit sich selber zu beschäftigen und mal genauer anzuschauen, wo kommt denn das überhaupt alles her? Ja, dazu habe ich im letzten Video, wo ich über das Thema gesprochen habe, es ist hier oben verlinkt und auch nochmal unten in der Videobeschreibung, einiges dazu gesagt, wie man das machen kann und im Detail gehen wir bei uns einfach im Kurs darauf ein. Und jetzt kommen wir zu den 25% vielleicht. Da, wo es halt wirklich interessant ist und da, wo wir uns genau anschauen können, was erhöht deine Chancen und was verringert sie? Eine ganz übliche Sache, die die Chancen erhöht und verringert, woran du das ablesen kannst, ist, wer hat sich denn hier überhaupt getrennt? Ich habe jetzt immer davon gesprochen, dass sie sich getrennt hat, aber vielleicht hast du dich getrennt, weil du im Affekt gehandelt hast oder weil du glaubst so, oh nee, ich habe keinen Bock mehr darauf und dann in der Trennung feststellst, ah nee, ich habe doch Lust auf diese Frau. Wenn du dich getrennt hast, liegen die Chancen einfach höher, als wenn sie sich getrennt hat. Die Chancen liegen auch dann leider geringer, wenn der Grund der Trennung etwas wirklich Fundamentales war. Das heißt, das kann unterschiedliche Sachen sein. Geld ist ganz häufig eine fundamentale Geschichte. Wenn sie sich trennt, weil du dein Geld nicht auf die Reihe bekommst oder
ständig im Glücksspiel dein Geld verlierst oder dich dein Geld in Sauferei investierst und das sind wirklich grundlegende Sachen, dann sind deine Chancen relativ gering, also oder eher geringer, dass du sie wiederbekommst. Ein weiterer Faktor sind Kinder. Ja, Kinder können ein schwieriger Faktor sein im Sinne von so, man bleibt halt lange zusammen wegen der Kinder und merkt dann wirklich über Jahre, nee, das passt nicht, dann ist es eher ein nachteiliger Faktor. Aber in der Regel sind Frauen und auch Männer sehr viel mehr bereit, nochmal an sich zu arbeiten und nochmal einen neuen Versuch zu starten, weil es hier nicht nur um sie selber geht, sondern weil es hier um ein Vorbild geht für die eigenen Kinder. Und so kommen verschiedene Faktoren zusammen, wo du sagen kannst, okay, bin ich eher im Vielleicht-Sektor drin, aber ich habe noch höhere Chancen oder bin ich eher im anderen Sektor drin? Wie gesagt, ganz zum Anfang, die Studienlage ist relativ nicht ausführlich genug, um darauf eine klare Antwort zu geben. Was ich aber sagen kann, und das habe ich ja schon mal kurz erwähnt, ist, führ auf jeden Fall, egal wie deine Chancen aussehen, eine Kontaktsperre durch. Weil egal in welchem Feld du liegst, sie wird dir auf jeden Fall gut tun und sie erhöht immer die Chance, dass ihr wieder zusammenkommt oder und dass ihr eine sehr, sehr viel geilere Beziehung dadurch habt. Dazu sage ich, wie gesagt, nochmal einiges in einem folgenden Video. Unter diesem Video ist nochmal ein Artikel verlinkt, wo du nochmal einiges tiefer in das Thema Kontaktsperre hineinlesen kannst. Schau einfach, wo du ungefähr stehst. Und ermittel ungefähr für dich so, ja, okay, habe ich eher Chancen, habe ich eher keine Chancen? Und schreib mir auch gerne runter in die Kommentare, wie es bei dir aussieht. Vielleicht hattest du ja schon den einen oder anderen Fall und ihr seid wieder zusammengekommen, oder? Vielleicht hat sich das auch wirklich endgültig getrennt. Mich interessiert deine Erfahrung. Wenn du magst, teile sie unten in den Kommentaren. Wenn du noch mehr über die Kontaktsperre nachlesen willst, wie gesagt, du findest unter diesem Video einen Blogartikel verlinkt. Klick dich rein, kriegst du ein bisschen genauere Infos und in diesem Sinne, sei frei, sei geil und sei Mann.